Moin, ihr Besten. Und wenn ihr wissen wollt, was in diesem Lande gerade schief geht, dann denkt an die Protestaktion der Schauspieler, die jetzt schon wieder zurückrudern, weil dann halt wieder die Gesellschaft, die angeblich vermeintliche Gesellschaft, damit nicht einverstanden ist. Und irgendwelche privaten Konzerne, irgendwelche Physiker, die dann auf einmal Eigenrecherche machen, um was es da alles geht, dass irgendeine gut aussehende, hippe Oberärztin mit tätowierten Armen den Leuten erklärt oder erzählen will, dass sie mal auf diese Intensivstation gehen müssen, wo denn jeden Tag irgendwie dramatisch da die was weiß ich, wie viel tausend Menschen da sterben. Ah, Mann. Natürlich, Menschen sterben. Meine Oma ist letztes Jahr gestorben. Bin alleine. Ich habe keinen Menschen mehr. Ich habe auch eine sehr depressive Phase hinter mir. Glaubst du, ich matte mich jetzt hier ein und grab mich hier ein und mache jetzt hier einen auf Lemmy und häng mich auf oder irgendwie so? Das ist nur das, was ihr wollt. Nein. Was wir hier haben, ist ein System mit bewusster falscher Buchhaltung zu dieser Krankheit. Und das weltweit. Wenn man sich gestern die Tagesschau angeguckt hat, was waren da die wichtigsten News gewesen? Der Corona-Ausbruch in Indien, wo sie da alle jetzt so kopflos durch die Gegend rennen. Indien ist von seinen Zahlen her nicht viel anders als wie wir in Deutschland. Und trotzdem sind sie nur Platz 2 weltweit laut John Hopkins University. Vom Verhältnis her, darf ich vergessen, es ist ein 1,6 Milliarden Land. Wir sind 85 Millionen, 84 Millionen etwa. Und das kannst du nicht vergleichen. Das ist ungefähr, wie gesagt, vom prozentualen Verhältnis her ist es ähnlich. Ist es ähnlich. Dann gab es natürlich noch diese Nachricht in Bagdad, wo dann da noch eine Klinik in die Luft geflogen ist, weil da eine Gasbuddel explodiert ist. Und dann natürlich wird natürlich auch dieses Narrativ mit den Corona-Erkrankten, die dort in diesem Krankenhaus waren, natürlich noch extra dick aufgedrückt. Also was da gestern ablief, in der Tagesschau, war genau die gleiche Scheißberichterstattung wie vor einem Jahr Bergamo. Mit diesem einen Bild, was dann auf einmal dann eine Intensivstation in England gezeigt hat, eine Intensivstation in Frankreich gezeigt hat, eine Intensivstation in Argentinien gezeigt hat, eine Intensivstation in Australien gezeigt hat, obwohl es eigentlich eine Intensivstation aus Bergamo war. Und alle diese Zeitungen haben es genau als das ausgegeben, was es ist. Ein Bild, das gerade geschossen wurde gestern in einer ihrer Intensivstationen, in einer ihrer Krankenhäuser. Was natürlich bewiesen wurde, weil natürlich durch verschiedene Filter, die man rübergesetzt hat, eine sah ein bisschen ausgebleicht aus, das andere sah ein bisschen kräftiger von den Farben aus, etc. pp. Und was ist dabei herausgekommen? Es war diese eine Intensivstation aus Bergamo. Wo es denn wirklich wohl Arsch auf einmal ging. Wo dann wirklich alles am Arsch war. Nein. Was wir hier gerade machen, ist nicht schön. Weltweit. Ja, man versucht, der ganze Bevölkerung in Sippen aufzunehmen. Klar, wir können jetzt hier alle rumschreien nach dem harten Lockdown und hast du nicht gesehen. Wir haben Straßenausgangssperren, haben wir jetzt nachts und das gab es im Zweiten Weltkrieg nicht. Nach den Bombenangriffen. Selbst da gab es keine Ausgangssperre. Also, es ist doch nur noch Wahnwitz. Nur noch Wahnsinn. Jetzt. Anstatt einfach mal mutig zu sein und sagen, okay, wir machen jetzt mal hier probemäßig mal auf und da, wo denn die Inzidenz sehr hoch ist, da müssen wir dann auch lokal agieren. Und nicht komplett national agieren. Lokal. Lokal und oder regional agieren. Darauf müssen wir. Wir haben pandemische Hotspots, haben wir, aber wir haben keine Epidemie. Laut den Zahlen haben wir keine Epidemie. Das ist nur eine Phrasendrescherei, was da gerade läuft. Und Geschäftsmacherei natürlich vor allem. Ne? Also Leute, bleibt mutig. Sucht euch euren Protest eurer Art aus, egal ob ihr Spaziergänge macht, aber haltet euch bitte an Spielregeln, weil keinem ist damit geholfen, wenn wir jetzt einen Spaziergang machen und rennen da irgendwie mit irgendwelchen kaiserlichen oder NS-Devotionalien rum oder Insignien rum oder fangen da an, wildes Zäpfchen zu machen, rumzukreischen, rumzuschreien, nimm Kinder als Schutzschild etc. pp. Spaziergänge sind okay, aber auch da muss man das Gleichgewicht haben, dass man da nicht zu sehr übers Maß hinausschießt. Ne? Also Leute, seht zu, haut rein, ich wünsche euch was.